Hallöchen, liebe Freunde, und damit auch willkommen zurück hier nach dieser kleinen Aufnahmepause. Ich habe in der Zeit herausgefunden, wo wir Feuer herkriegen können, denn ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, habe noch mal so ein bisschen in der Gegend rumgesucht und geguckt, und dann habe ich mir echt an den Kopf geschlagen und habe gesagt, oh Mann, denn wir sind bestimmt schon zwei oder dreimal dran vorbeigelaufen. So, wir haben ja hier unser vergittertes Fenster bei der Steuerzentrale, wo unser Wachmann hier hinten in der Ecke steht. Und wir gucken jetzt einfach mal durch dieses vergitterte Fenster. Und dort finden wir nämlich auf dem Tisch unser Amulettstück. Ich komme nicht dran. Wo wir natürlich nicht drankommen, aber hier vorne haben wir noch ein leeres Feuerzeug stehen. Und da können wir auf jeden Fall uns das mal holen hier, denn das brauchen wir. Komm, komm schon, komm schon. Komme nicht dran. Ich brauche irgendein Werkzeug. Ja, wieder das Problem mit den zu kurzen Armen. Kennt man ja auch von den meisten Leuten, ne? Deshalb habe ich aber mal geguckt, und wir haben hier oben ja im Menü unser Lampenschirm, der höllescharf ist, und unser Petroleum. Aber wir haben ja auch noch draußen, wie ihr euch noch daran erinnern könnt, bei der letzten Folge, einen Knochenarm uns zusammengesucht. Und deshalb können wir mit diesen gebogenen Knochen an das Feuerzeug mal rangehen und uns das einfach mal holen. So, damit haben wir unser Feuerzeug. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben das leere Feuerzeug und das Petroleum. Das heißt also, rein theoretisch könnten wir ja das Benzin oder Petroleum, wie es früher hieß, in das Feuerzeug reintun. Und dann müssten wir eigentlich ein Feuerzeug haben. Ein funktionierendes Feuerzeug. Für Kinder nicht geeignet. Ja, an dieser Stelle, liebe Kinder, wenn ihr zugucken solltet, spielt niemals mit einem Feuerzeug, denn die Macher von Astragon und Deck 13 haben sich schon was dabei gedacht, indem sie das gerade in den Satz reingeschrieben haben. So, jetzt gehen wir wieder hoch zu unserem Freund, dem Bombenmacher oder Attentäter oder was er auch immer ist, warum er auch im Gefängnis ist, ich will es gar nicht wissen eigentlich. Ich würde sagen, wir laufen da jetzt einfach mal hin, denn wir wollen hier so schnell wie möglich raus. Denn ich glaube, Jack hat keine Lust mehr auf das Gefängnis. Und jetzt nehmen wir mal das Feuerzeug und dann geben wir das mal unseren Gefangenen. Ich glaube, du brauchst das hier. Perfekt! Also schauen wir mal. Das muss hier hin, das muss dorthin. Und jetzt nur noch anzünden. Ha! Wow, verdammt! Hallo? Hallo? So, da hat es einen richtigen Knall gegeben. Ja, und da ist eine Tür, genau. Aber da kommen wir nicht durch irgendwie, weil die ist wohl nicht aufgegangen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal versuchen, von der anderen Seite reinzukommen. Deshalb klettern wir jetzt mal hier hinten aus dem Fenster raus. Ganz gemütlich gehen wir zum Fenster. Ist ja mitten in der Nacht. So, hier oben in Shanghai auf dem Gefängnisturm. Ja, für alle, die One Piece kennen, erinnert mich irgendwie an Impel Down. Ist ja auch so eine Festung mitten im Meer. Schön hoch, schön tief, mit verschiedenen Etagen. Ja, natürlich mal wieder hier ein bisschen Fremdwerbung machen für Animes. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier reingehen, denn er hat hier ein echt dickes, fettes Loch reingesprengt. So, lieber Jack, dann gehen wir da rein. Gehen wir hier vorbei. So.
Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, er ist weg. Die Ketten haben wir hier auf jeden Fall. Hier haben wir eine abgebrochene Türschlitzabdeckung. Die können wir nehmen. Packen wir auf jeden Fall mal mit in unsere Tasche. Wer weiß, wann man die mal gebrauchen kann. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, mehr finden wir hier auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir gehen hier mal nach nebenan, denn da hinten steht jemand. Mich würde gerne mal interessieren, wer. Hier stehen einige. Ah. Der geheime Lotuskralle. Das sprechen wir doch ihn mal an. Du hast es hierher geschafft. Sehr gut. So, und dann haben wir hier, du bist frei, nichts wie weg, aber ich denke, da hier drin steht, will er irgendwie nicht gehen. Hoppla, in der falschen Zelle sind wir auch nicht. Das heißt, wir werden ihn auf jeden Fall bitten, ihn in seine Kunst des Kämpfens zu unterweisen. Bitte unterweise mich in der Kunst des Kämpfens. Das kann ich tun, ja, ja. Geheime Lotuskralle ist ein Meister der Kampfkunst. Wie ein starker Kämpfer siehst du natürlich nicht aus. Oh, wie ein starker Kämpfer siehst du nicht aus. Du verhöhnst deinen Meister? Meister? Ich werde dich unterweisen, doch du musst meine Autorität anerkennen. Bitte. Würdest du? So. Ja, wie man gerade schon sagt, natürlich macht er als Kämpfer nicht viel aus, denn er ist ziemlich mager und hat keine dicken Muckis, aber auf die Muskeln kommt es ja meistens nie an, ne, wie man das so kennt, denn auch ein kleiner Mann kann einen richtig großen locker auf die Matte hauen. So. Also gut, dann sagen wir auf jeden Fall mal zu ihm, dass er der große Meister ist und wir hoffen mal, dass er damit auf jeden Fall zufrieden ist. Also gut, schön. Du bist der große Meister. Zufrieden? Wie wunderbar, wunderbar, mein erster Schüler! Also, was willst du erlernen? Kämpfen. Nun, dann brauche ich mein Buch über Kampfkunst. Geschrieben von geheimer Lotuskralle. Das bin ich. Ist mir bewusst. Der Wärter hat es sich geschnappt. Damit sein Stuhl nicht mehr wackelt. Hol das Buch vom Wärter zurück und ich werde dich unterweisen. So, dann holen wir uns mal das Buch, damit er auch uns das Kämpfen lernen kann. Denn das brauchen wir, sonst können wir am Ende gar nichts. Zu weit weg. So, wie machen wir das jetzt am besten? Wie können wir den Wärter weglocken? Wir haben noch das abgebrochene Türschlitzabdeckungsbrett und einen höllischen Lampenschirm.
Wir können natürlich mal versuchen, das Ding hier irgendwie in eine Zelle reinzuschmeißen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Bist du ein Gefängniswärter? Nein. Gut, dann frag meinem Nachbarn, dass er mit der Schnacherei jede Nacht aufhören soll. Es macht mich fertig! Vielleicht später. So, können wir denn hier irgendwas untersuchen? Offener Türschlitz, da können wir das durchwerfen. Oh nein! Nicht vom Fehler der Firm! Oh, ich muss das Ding raufwerfen! Flieh! Flieh! So, jetzt haben wir den offenen Türschlitz und jetzt hauen wir schnell das Brett davor, damit der Mann das nicht rausschmeißen kann. Plötzlich ist es dunkel geworden. So, ja, jetzt haben wir ihn wieder eingesperrt in seiner Zelle und es ist dunkel geworden, wie man von ihm hören kann. Und wir sagen jetzt mal dem Wärter Bescheid, denn wir wollen ihn ja weglocken, um uns das Buch zu holen. Das ist natürlich jetzt die perfekte Gelegenheit. Und dann gehen wir jetzt mal hier zu unserem Kung-Fu-Typen. Warum verteufelt nochmal? Lässt du mich nicht in Ruhe? Und sprechen mal mit ihm. Wo bekomme ich so einen schönen Lampenschirm her? Wo bekomme ich so einen schönen Lampenschirm? Das geht dich nichts an. Gefangene dürfen sowieso keine persönlichen Besitztümer haben. Warum ist das verboten? Wegen der scharfen Kanten. Damit kann man ruckzuck einen Wärter töten. Wortwörtlich? Wer einen Lampenschirm in seiner Zelle hortet, wird strengstens bestraft. Komisch. Dieser Typ in Zelle 31.6 verkauft welche. Zum Spottpreis natürlich. Der Typ in Zelle 31.6 verkauft welche? Zum Spottpreis? Was? Das muss ich prüfen. So, und jetzt können wir uns das Buch über die Kampfkunst hier nehmen. Hab es. Das ist also das große Kampfbuch. Aber wieso steht hier Roman? Ja, wieso steht da Roman? Der Roman des Kampfes. Die Tür ist abgeschlossen. Ich würde mal sagen... wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem Kung-Fu-Kranich-Meister oder wie er auch immer heißt. Ich kann mir den Namen eh nicht merken. Und bringen ihm das Buch, denn wir wollen ja auf jeden Fall die Kampfkunst erlernen. Damit wir auch nachher kämpfen können und nicht nur einfach so rumstehen. Du hast offenbar deine Lektion noch nicht gelernt. Kriegst wohl den Hals nicht voll, oder? Nein, nein, bitte. So, wir sind wieder draußen. Jetzt müssen wir hier wieder über den Stein und hier können wir dann wieder rangehen.
So, da ist unsere Lotuskralle, genau. Lotuskralle. Geheime Lotuskralle kann dir nichts mehr beibringen. Und deshalb geben wir ihm jetzt das Buch über die Kampfkunst und er lehrt uns dann eine interessante Kampftechnik, hoffe ich doch. Hier ist dein Buch. Sieht aber eher wie ein Bilderbuch für Kinder aus. Schweig, Lehrling! Beginnen wir die Unterweisung! Das Buch sieht wirklich eher wie eine Abenteuergeschichte aus. Schweig! Dies ist das Buch der Meister. Alles, was ich weiß, habe ich daraus gelernt. Alles, was du weißt? Und das ist? Ein fürchterlicher, tödlicher Ninja-Angriff. Und wie man Windmühlen baut. Genug davon. Du musst nun üben, Lehrling. Ja, ja. Oh, oh Mann. Gut, zeig uns, was du kannst. Einen wie dich habe ich auch noch nie gesehen. Nein, nein. Versuch es nochmal und wieder und wieder. Die Kampfkunst zur Musik. Und wieder und wieder und wieder. Und das Auge des Schicksals. Oder wie auch immer. Boah, das sah stark aus. Ich meine, wir denken, du bist auf dem richtigen Weg. Du hast es geschafft. Jetzt weißt du alles, was ich weiß. Natürlich außer, wie man Windmühlen baut. Neue Verteidigung gelernt, eine simple Abwehr, die höchstens durch ihre Überraschungseffekte Wirkung zeigen kann. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und noch einen neuen Angriff gelernt, und zwar den stolzen Kranich. Eine schlichte Technik aus Japan, die in China jedoch nahezu unbekannt Jack, ist. Jack, nun bist du stark und furchtlos. Ich mache dir ein Angebot. Werde der Anführer unseres nächsten Ausbruchs. Eine große Gruppe haben wir bereits zusammen. Wir brauchen jemanden wie dich. Jemanden, der bereit ist, uns anzuführen. Einen Helden. Was sagst du? Besser nicht. Tja, aber seltsam. So, damit haben wir zwei Kampftechniken gelernt. Leider nicht, wie man Windmühlen baut. Ich hätte gerne Windmühle gebaut. Aber ich habe ja auch noch vor, in Minecraft auch noch mir eine Windmühle zu bauen. Aber jetzt will ich nicht zu viel von anderen Spielen erzählen, denn das ist wieder Fremdwerbung. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal eben weiter. Und ich muss mal eben ganz kurz ins Menü, denn wir müssen mal eben unter den Einstellungen, glaube ich, die Grafik etwas runterschrauben. Denn, lass mich nicht lügen, aber ich meine, das Mundwinkel und Gespräch nicht synchron übereinstimmen. Glaube ich, so heißt es. Ich weiß es gar nicht. Jetzt können wir das Spiel mal fortsetzen. So, haben die Grafik jetzt etwas runtergeschraubt. Denn, wie gerade schon gesagt, das Sprechen und die Gesichtsmimik, die stimmen nicht überein. Und es braucht immer länger irgendwie, als er sprechen soll. Und pipapo, wie auch immer. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Wir haben jetzt eine Kampfkunst erlernt und jetzt können wir wieder zu unserem Wärter gehen und ihm mal zeigen, wie wir kämpfen können. So, jetzt müssen wir mal wieder drüber springen. Fangen wir an hier zu laufen. Genau, immer drauf da und durch, rüber und ab durchs Fenster hier.
So, jetzt laufen wir mal runter zu unserem Wärter.